Also ich persönlich freue mich sehr, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, guten Tag. Ich habe die Schwierigkeit gehabt, den Rock zur Ehre kommen zu lassen. Aber es hat ja funktioniert. Ich darf darauf hinweisen, dass meine Attac-Organisation mich furchtbar bombardiert hat und gemeint hat, ich dürfe hier nicht auftreten. Aber es gibt eine Meldung von heute, die heißt: Attac lehnt ESM und Fiskalpakt entschieden ab und ruft weiter dazu auf, gegen diese beiden Projekte aktiv zu sein. Das mache ich. Ich versuche nach unserem Attac-Mitglied aus Wuppertal, Volker Reusig, mit seiner unglaublichen Kenntnis von Paragraphen und seiner Mühe, Einsprüche und unsere Regierung in Karlsruhe zu beschäftigen, ist etwas lustiger. Sie sehen, ich bin etwas bunt angezogen und es gibt auch allerhand Parolen an mir. Ich bin nämlich seit 2001 bei Attac aktiv. Attac wurde 1998 von Frankreich gegründet und die Abkürzungen stehen für Association pour la sowieso und sowieso. Aber im Grunde kämpfen wir seit unserer Gründung in Deutschland seit 2000, dem Jahre 2000, für eine Finanztransaktionssteuer. Und siehe da, momentan ist sie in aller Munde. Wir müssen darauf hinweisen, dass wir auch ziemlich die Parlamentarier attackiert haben. Und wir haben in unseren Attac-Reihen allerhand bekannte Figuren, auch Parlamentarier, die mal rausgeflogen sind aus den so schönen Sozialdemokraten und anderen, die heute immer noch drin sind, zum Beispiel die Frau Nahles. Ein Gründungsmitglied von Attac ist auch Oskar Lafontaine gewesen. Also, es ist bunt. Wir sind eine Bewegung, keine Partei. Aber ich war eigentlich begeistert, als ich hörte, dass Sarah Wagenknecht hier hätte auftreten sollen. Und ich finde, man sollte Parteien und Bewegungen immer so sehen, dass das einzelne Menschen sind. Und einzelne Menschen haben viel Format und viel Ideen und sind wie Christian Ströbele zum Beispiel auch mal wirklich vertrauenswürdige Abgeordnete. So jedenfalls erlebe ich Christian Ströbele. Bei all unseren Demos ist er immer mit seinem Fahrrad in der Nähe. Ist die Frage, wie oft sein Fahrrad schon geklaut wurde in Berlin. Wenn Sie ein neues geklautes Fahrrad kaufen wollen, kostet immer 40 Euro. Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und Expertin für internationalen Brandschutz. Das hat man mal wieder im Flughafen Berlin, der ja BER heißt, vergessen. Man muss nämlich vorher richtige Konzepte machen. Aber wahrscheinlich hatten die keine Fachleute. Gut. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um nicht ganz durcheinander zu geraten. Mein großes Erlebnis bei Attac war 2005, als wir in Frankreich nach einer tollen Tour mit den französischen Attackis, die es geschafft hatten, 2 Jahre lang vorher das ganze Land mit 900 bis 1000 Kollektivs zu durchziehen. Und als es um den Verfassungsvertrag ging, versammelten sich Müller-Meyer-Schulze mit den Unterlagen unterm Arm zu jeder Menge Versammlungen, eben immer geleitet und angeleiert von diesen Kollektivs. Und
ich fände es wunderbar, wenn wir in Deutschland endlich mal es schaffen würden, die Barrieren zwischen den einzelnen Gruppierungen zu überwinden und etwas Gemeinsames zu schaffen. Gemeinsam unsere Verfassung und unser demokratisches System zu verteidigen. Das steht nun wirklich auf der Kippe. Das haben inzwischen sogar unsere Gewerkschaften gemerkt. Man kann es nicht glauben. Es gibt eine Mitteilung des DGB, der aussagt, dass Fiskalpakt und FSM sehr wohl Einfluss auf die Kommunen, auf die Finanzierung, das Leben in den Kommunen haben wird. So, das soll uns doch unglaublich freuen. Das tolle Erlebnis bei 2005, als ich durch Frankreich getourt war, kann man noch hier sehen, ein Geschenk von den französischen Freunden, die so intensiv gekämpft haben, Paragraph auf Paragraph. Die Presse wurde vorher stillgelegt sozusagen. Eines unserer großen bundesrepublikanischen Probleme ist ja unsere Staatspresse. Wir machen seit 11 Jahren Aktionen, Bildungsmaßnahmen politischer Bildungsart und wir kommen einfach nicht vor. Und das Witzige ist, dass jetzt bei der Finanztransaktionssteuer, die sozusagen unser Gründungsideal ist, Attac auch kaum je genannt wird. Also jetzt ist es wahrscheinlich eine Kreation der Dame, die FDJ-Sekretärin in Leipzig sehr erfolgreich war. Man muss da nicht lange warten. Also 2005 ist es in Frankreich gelungen, non par la Constitution. Es war so fantastisch organisiert, dass wenn sich diese Kollektive trafen mit der Bevölkerung in Sälen, man direkt ein Podium hatte, das von vornherein damit begann, den Menschen zu erklären, was welcher Paragraph wirklich bedeutet. Und es ging so weit, dass sie eben auch mit dem Paragraphen auf ihrem T-Shirt rumgelaufen sind. Und das Herrlichste war dann am Sonntag, den 29. Mai 2005, als dieser Verfassungsvertrag um 22 Uhr in France 2 verkündet wurde als gescheitert. Nämlich Nein mit 55,6% bei einer Wahlbeteiligung von 70%. Ich hoffe immer wieder, meine Damen und Herren, wir lernen endlich was von Frankreich. Obwohl es natürlich auch in Frankreich oft deprimierend ist. Eine Freundin von mir, die pausenlos in Toulouse auf der Straße kämpfte und demonstrierte und so weiter, sagt, ja und dann nach 2 Jahren bringen sie das dann doch durch, was wir mit großer Mühe erkämpft hatten und zwar so heimlich hintenrum. Nach Frankreich sind wir dann nach Luxemburg und da gibt es ja den berühmten Jean-Claude Juncker und das hat Frau von Storch schon gut ausgedrückt. Das ist ein Typ, der total Lügner ist und Erpresser. Er hat es also geschafft, die luxemburgische Bevölkerung dahingehend zu beeinflussen, wenn ihr mit Nein zu diesem Verfassungsvertrag stimmt, dann werde ich als Ministerpräsident und auch fungierende Außenminister und ich weiß nicht, was er sonst noch alles macht, zurücktreten. Und nachdem es eine dünne Personaldecke gibt in Luxemburg, es sind nämlich nur 213.000 Wahlberechtigte, zum Beispiel in diesem reichen Land, haben die Menschen ihr Nein dann nur noch mit 46% gestimmt, obwohl wir mit 20% dort angefangen haben zu kämpfen und in 6 Wochen waren wir dann eben immerhin auf 46%. Also es lohnt sich. Es gibt eine Solidarität und das Herrliche war danach, dass die Holländer gegen diesen Verfassungsvertrag gestimmt haben mit 63%, weil sie sich wahrscheinlich gesagt haben, wenn diese in Freiheit und sozialem und
und kampfgeübten Franzosen Nein sagen, dann schaffen wir das auch. Also es gibt durchaus eine europäische Solidarität. Was ich noch sagen wollte zu der Tatsache, dass man Menschen versucht, vollkommen einzubinden und sie sozusagen als Untertanen zu behandeln in Parteien und Organisationen. Das versucht nicht nur Attac, das versucht manchmal auch der Karnickelzüchterverein, dass es Bemerkungen gibt von wichtigen Leuten, die sagen, ich predige in jeder Kirche. Ich glaube, dass es der Herr Gauck war. Es könnte aber natürlich auch Heribert, Schachtschneider, ich weiß nicht, ob er Heribert heißt, der Herr Schachtschneider, der auch Staatsrechtler ist, gewesen sein. Was mir in Paris am Nachmittag des 29. Mai 2005 passierte, war allerdings sehr deprimierend. Ich bin mit einem Renault Rapid, so einem kleinen Transporter, auf der Champs-Élysées lang gefahren und habe noch Papiere verteilt und hatte meine wehenden deutschen und französischen Attac-Fahnen auf dem Auto. Plötzlich so um 19.30 Uhr stürmten 30 schwarz gekleidete Militärs auf mich zu, baten mich sofort auszusteigen, setzten sich ans Steuer, wühlten in meiner Handtasche rum, rissen die hintere Tür auf, gingen das ganze Auto durch und so weiter. Ohne Frage nach Papieren oder irgendeiner zivilisatorischen Art, sich mit einem Autofahrer zu beschäftigen. Die wichtigste Frage, die ich verstehen konnte nach langem Hin und Her, wissen Sie denn nicht, wo Sie sich hier befinden? Da drüben ist der Präsident. Also, soweit zu den Eingreiftruppen, zu den schnellen Eingreiftruppen, die damals im Verfassungsvertrag in einem der Paragraphen auch so definiert werden sollten, dass die deutsche Parlamentsarmee, die es ja immer noch gibt, jederzeit abschaffungsmöglich sein sollte. Ich wollte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben als Attac bei verschiedenen Fragen, die das Recht betrifft und die EU-AG, ich bin darin, EU-AG haben wir in Stuttgart, in Hamburg, in Düsseldorf, in Berlin und so weiter. Wir sind da seit 2002 beschäftigt. Und das Deprimierende war, dass zu all diesen wichtigen Abstimmungen, die hier hinter uns stattfinden, zu den Demos vorher und so weiter, es eine minimale Beteiligung gab. Und ich hoffe immer noch, dass es besser wird, dass die Bürger endlich merken, dass es ihnen an den Kragen geht. Bitte verbreiten Sie, jeder von Ihnen, was ESM und Fiskalpakt für uns alle bedeuten. Falls Sie Papiere, Infos von Attac haben wollen, habe ich dabei. Und es ist eine Bewegung, in die jeder reinkommen kann und mitmachen kann. Herzlichen Dank. Thank you.